Seit nunmehr 25 Jahren ist der Beirat für Integration und Migration aktiv. Zum 10. Dezember möchte er das langjährige Engagement einer Person oder einer Einrichtung besonders heraus. Nein. Seit nunmehr 25 Jahren ist der Beirat für Integration und Migration aktiv. Zum 10. Dezember möchte er das langjährige Engagement einer Person oder einer Einrichtung in Magdeburg beispielhaft würdigen. Als besonders herausragend gilt ein langjähriges Engagement für Integration in den Bereichen Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit. Der unermüdliche Einsatz für Wohnen und gute Nachbarschaft sowie das schnelle Einleben in Magdeburg zeichnen die Person oder die Einrichtung aus. Vorschläge dafür können bis zum 20. November per E-Mail an die eingeblendete Adresse geschickt werden. Neben dem vollständigen Namen und die Anschrift sollte der Vorschlag das Engagement der Person bzw. der Einrichtung beschreiben. Eine Jury aus Vorstand und Geschäftsführung des Beirates entscheidet über die Vorschläge. MagdeburgerInnen ohne deutschen Pass wählten 1996 den Ausländerbeirat zu ihrer Interessenvertretung. Dieser entwickelte sich weiter zum Beirat für Integration und Migration, der ein Gremium der Landeshauptstadt Magdeburg ist. Er setzt sich zusammen aus 8 MigrantInnen und 7 StadträtInnen. Parteipolitisch neutral und konfessionell ungebunden vertritt der Beirat die Interessen aller in Magdeburg lebenden MigrantInnen.